Bei manchen Fällen eine Geburt zu Hause ist möglich, aber mit einer erfahrenen Hebamme. Die Patientin kommt zu uns am Ende der Schwangerschaft zu der Geburtsplanung. Das sollte ab der 34. Schwangerschaftswoche sein. Kommt das Team kennenlernen, die Kreissäle kennenlernen, die Hebammen kennenlernen, dass wir bei ihr die Untersuchung machen und über den Geburtsmodus sprechen, spontan oder Kaiserschnitt. Und falls spontan, dann erklären wir dann die Patientin die Zeichen für das Beginn der Geburt. Falls dann Kaiserschnitt, dann planen wir mit der Patientin einen Termin. Auf gar keinen Fall. Bei manchen Fällen eine Geburt zu Hause ist möglich, aber mit einer erfahrenen Hebamme. Natürlich sicherer, dass die Patientin dann in der Klinik entbindet, insbesondere wenn Begleiterkrankungen da sind. Also Wassergeburt jederzeit möglich bei uns. Gerne machen wir auch Wassergeburt. Bei uns in dem Kreissaal haben wir auch dann eine Wanne, Wasserpfanne, wo dann die Patientin auch dann im Wasser entbinden kann. Ja, sehr gerne. Jeder Mitglied der Familie der Patientin, die Mutter, Schwester oder Freundin, der Mann, der Freund, sehr gerne darf jeder auch dann dabei sein, nach Einverständnis der Patientin. Eine natürliche Geburt ist immer besser. Bei manchen Gründen, medizinischen Gründen oder wenn die Patientin das nicht möchte, dann ein Kaiserschnitt ist auch eine gute Option. Abhängig ist, ob das die erste Geburt ist oder zweite, dritte, vierte Geburt. Bei der ersten Geburt zwischen 8 bis 12 Stunden ab Beginn der Wehentätigkeit. Bei den anderen Geburten, bei der zweiten, dritten, könnte auch kürzer sein.